Allerseits. Ich bin Christopher aka Gefallener und ich begrüße euch heute Abend zu meinem Short-Stack-Strategietraining. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid und wir werden heute mit der fünften Einheit von meinem Aufstiegskurs fortfahren. Das heißt, um kurz zusammenzufassen, was in den letzten Einheiten passiert ist. In der ersten Trainingseinheit haben wir durchaus die Standardfragen zur Short-Stack-Strategie erklärt, warum sollte ich Short-Stacken, warum das profitabel ist, wo die Vorteile liegen. In der zweiten Kurseinheit haben wir dann direkt das vorher Gelernte auf NL10 angewandt. Danach haben wir uns mit der Materie genauer beschäftigt. In der dritten Einheit haben eine ganze Reihe an Beispielhänden auf No Limit 10 besprochen. Jetzt am letzten Donnerstag sind wir auf No Limit 25 aufgestiegen. Das bedeutet, wir haben live auf No Limit 25 gespielt und ich habe erklärt, was die Unterschiede zu No Limit 10 sind, worauf man achten sollte. Heute werden wir erneut etwas mehr in die theoretische Tiefe gehen und werden einige Beispielhände, beziehungsweise eine ganze Menge Beispielhände, wenn wir es schaffen, zu No Limit 25 analysieren. Dementsprechend lasse ich das Startbild einmal verschwinden und ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Händen an. Wo habe ich denn jetzt? Hier habe ich sie. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu einer Hand, einfach die Fragen stellen und ich versuche alle Fragen der Reihe nach zu beantworten. Ansonsten könnt ihr euch auch, wenn ich eine Frage übersehe, einfach nochmal melden oder allerdings gegenseitig im Chat helfen, denn grundsätzlich haben wir immer sehr viele Fragen und ich schaffe es nie, immer auf alle einzugehen. Ich gebe mir aber Mühe. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Gut. Wir halten Ass Dame suited in mittlerer Position. Wenn wir die Position noch einmal bestimmen, Button und der Spieler rechts neben, also der Cutoff, das sind die späten Positionen. Hier fängt man immer an mit der Positionsbestimmung. Die beiden Spieler links vom Button sind die Blinds. Das heißt, späte Position, Blinds, späte Position, die nächsten drei sind die mittlere und die ersten beiden die frühen Positionen. In dem Fall sitzen wir in mittlerer Position mit Ass Dame suited und das ist eine Standarderhöhung auf vier Big Blinds. Ist von unserem Kollegen Hülshoff, ich glaube, er ist heute auch anwesend, ich habe ihn zumindest im Chat schon gelesen, so auch gespielt worden. Das heißt, er hat mir eine ganze Menge Hände zugeschickt, worum ich auch sehr dankbar bin. Ich kann die Hand auch nochmal kurz neu starten, ganz schnell, damit alle Nachzügler sie sehen können. Entschuldigt. So. Standarderhöhung mit Ass Dame suited in mittlerer Position auf 4 Big Blinds. Und wir werden schnell sehen, dass wir in zwei Situationen gecallt werden. Wir werden einmal gecallt von King Chanel und von D-Mark 1994. King Chanel, wir wissen nicht, ob er ein Short-Stack-Strategiespieler ist oder nicht. Wenn er ein Short-Stack-Strategiespieler ist, hält er hier ausschließlich immer ein Monster, was er irgendwie slow spielen möchte, zum Beispiel Asse oder Könige. Was natürlich nicht, also keinen positiven Erwartungswert durchschnittlich hat, denn gerade mit so einer Hand wie Assen oder Königen möchte er natürlich das Geld vor dem Flop unterbringen. Dementsprechend kann er hier auch ab und an eine Hand wie Buben einfach nicht folden wollen, was natürlich auch keinen positiven Erwartungswert hat als Shortstack. Allerdings, manche Spieler neigen einfach dazu, so die Hand zu spielen. Wenn die Mark 1994 uns overcalled an der Stelle, dann wird er hier meistens eine recht solide Hand haben. Ich denke mal, die Mark 1994 ist, was ich bisher von ihm gesehen habe, glaube ich sogar ein Intellipoker-User, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn er hier einen Shortstack Open Raise und einen Shortstack Call called, dann hat er hier theoretisch eine Hand wie ein mittleres Pärchen oder besser oder halt eine gute Broadway-Hand wie Ass-Bube oder besser oder König-Dame, mit der er versucht hier einen Flop zu treffen und gegen uns dann alles Geld reinzubekommen. Der Flop kommt für uns optimal, wir treffen Top Pair mit einem guten Kicker und wir haben jetzt eine interessante Situation, nämlich von vorne wird in uns reingedonkt. Die erste Intention an der Stelle ist, okay, ich gehe hier an der Stelle All-In und werde die Hand oft genug gewinnen.
Ich wollte an der Stelle mit dieser Hand zeigen, warum es profitabel ist, hier All-In zu gehen. Wir hatten D-Mark 1994 vor dem Flop ein Handrange gegeben wie mittlere Pärchen und gute Broadway-Hände wie Ass-Bube und besser. Oder Ass-10 und besser von mir aus und vielleicht König-Dame. Das heißt, wenn er diesen Flop anspielt in der Größe, wie er es getan hat, kann er auf unseren Raise praktisch gar nichts folden. Nicht mal ein Pärchen Buben oder so noch. Und dementsprechend können wir hier, wenn wir denken, dass wir vorne sind, immer das Geld reinbekommen. Wenn wir ihm hier die Handrange geben, Ass-10 und besser, König-Dame und mittlere Pärchen von, sagen wir mal, 10er und besser, gegen unser Ass-Dame, auf dem, ups, auf dem Flop von Ass König 6, Rainbow. Entschuldigt. Dann werden wir sehen, dass wir hier mit unserer Hand gegen seine Handrange ungefähr 70% haben, ein bisschen weniger vielleicht, und wir hier definitiv einfach All-In gehen, standardmäßig for Value, weil der Gegenspieler uns hier jetzt mit jedem König, den er anspielt, callen muss, mit jedem mittleren Pärchen, was er in einen Bluff verwandelt, mit jedem Ass X. Wir können an der Stelle sogar so weit gehen, dass wir sehr starke Hände wie Ass und Könige völlig ausschließen können bei ihm, denn wenn er solche starken Hände vor dem Flop slow played, wird er auf so einem Flop höchstwahrscheinlich auch eine Hand wie Assen oder Könige entsprechend slow spielen. Das heißt, an der Stelle würde ich so weit gehen, dass ich seine Hand analysiere auf ein mittleres Pärchen, was er in einen Bluff verwandeln will, oder auf einen König mit einer mittleren Beikarte, sowas wie König Dame, König Bube, welches er hier halt von vorne reinspielen möchte, um das Ass zu repräsentieren, um uns zum Folden zu bewegen. Denn jede wirklich starke Hand würde auf so einem Flop immer eine Continuation Bet von einem Short Stack erwarten, vor allem wenn ein anderer Short Stack noch overcallt, und hier immer Check Raisen. Dadurch, dass hier nicht gecheck raised wird, können wir seine Handrange praktisch auf wenige Handkombinationen runter setzen. Und wenn ich an der Stelle hier in mittlerer Position einen Bluff versucht hätte mit einer Hand wie Ass-10, würde ich weiterhin All-In gehen, weil ich mit meinem Ass-10 wahrscheinlich gegen ihn relativ gut dastehe, weil er hier nie eine starke Hand hält. Ich wollte an der Stelle diese Hand zeigen, weil ich es ziemlich interessant fand, dass man den Gegenspieler die Handrange, die er hier wahrscheinlich am Flop anspielen wird, nachdem er vor dem Flop gecallt hat, als relativ schwach einzuschätzen ist. Und das sind halt Überlegungen, die vielen Shortstacks fehlen, um auf höheren Limits zu bestehen. In dem Fall hatte er sogar König 2 und unsere Einschätzung vor dem Flop war natürlich total daneben. Ich hatte an der Stelle gedacht, dass er hier meistens eine Hand wie König Dame hält oder Ass 10 Plus. In dem Fall, wenn ich weiß, dass er König 2 hier an der Stelle hält, dann ist unser Raise hier natürlich mit jedem Ass am Flop profitabel All-In, und ja, wir sollten es auch weiterhin machen. Gut, so viel zu der Hand. Bei der nächsten Hand sollten jetzt alle Leute wieder alles sehen können. Raskamun schreibt, glaube, der wollte von Anfang an bluffen. Das könnte sogar gut sein, wenn ein Gegenspieler so eine Hand callt, dann eigentlich nur, um einen Move nach dem Flop zu machen. Und gegen einen Short Stack funktioniert das halt in der Regel nicht. Nächste Hand von Hülshoff, wir halten wieder Ass Dame suited, wir sitzen wieder in mittlerer Position, wir machen wieder einen Standard Open Raise. Und wir werden von einem Short Stack Button gecallt. Wir wissen über den Spieler, dass er ein Fisch ist und kein Short-Stack-Strategiespieler. So viel hatte mir unser Hero hier in der PM beigeschrieben, oder zumindest hatte ich mir das notiert. Dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass er uns hier callt mit jedem Pärchen, dass er uns hier callt mit Broadway-Hennen, Ass-10, also definitiv hier mit Broadway-Händen wie König Dame, Dame Bube, König Bube und so weiter. Und wahrscheinlich hält er auch jedes Ass in seiner Hand, weil viele Fische gerade Ass-X-Kombinationen über alles lieben und bis zum bitteren Ende teilweise durchspielen. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir hier weit vorne liegen.